Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Wir sind immer noch bei dieser Aufgabe, wo wir ja quasi ein Doppelattentat ausführen sollen. Das ist halt nur der Punkt. Wir müssen halt gucken, wie wir es hinkriegen. Bringt aber die Hufe, sonst lassen wir euch zurück. Das war jetzt auch das größte Problem, ohne richtigen Sound. Oder ohne den richtigen Sound. Wird das sowieso richtig ekelhaft. Nein! Auf keinsten werde ich jetzt hier mich aufhängen. Das ist nicht wahr. Ach komm schon, Spiel. Okay Leute, muss ich tatsächlich am Anfang einer Folge schon wieder einen Cut machen? Ist das jetzt soweit? Grandios, ey. Ja, kurzer Cut. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann gleich wieder. Es tut mir leid, aber das Spiel verlangt es so anscheinend. Bis gleich. So. Nehmt nur, was ihr tragen könnt, ihr Maden. Wir warten auf niemanden. Okay. Das ist nicht euer Ernst. Encontre um outro morto e espete-o. Schön, aber es regt mich jetzt echt ein bisschen auf gerade. So. Ich wollte schließlich einfach nur hier hoch.
Mehr wollte ich doch gar nicht. Könnt ihr machen. Wir warten auf niemanden. Jetzt schwingt aber die Hufe, sonst lassen wir euch zurück. Ich frage mich gerade, mal abgesehen, wie ich übrigens an die Kisten komme, nicht, aber ich frage mich gerade, wie ich hier das hinkriegen soll, ein Doppelattentat auszuführen, wenn doch der eine sowieso stiften geht irgendwann. Okay, Pokémon Go hat einen Addierungsfehler, sehe ich gerade. Hat mir einer aus der Gruppe geschickt, ein Bild. Nehmt nur, was ihr tragen könnt, ihr Maden. Wir warten auf niemanden. Filho da mãe, vou encontrar-te. Strümpfe hoch und Schwänze eingepackt. Das Schiff setzt Segel. Sollten Sie jedoch gleich zusammenlaufen? Wach auf, Mann! Du kannst schlafen, wenn du tot bist. Komm schon, latscht ein bisschen mehr zusammen. Dann ist das alles gar kein großes Thema. Flieht lieber. Ach, scheiß drauf. Die Wand drauf an. Warum? Ich kapier's halt nicht. Warum
laufen die nicht exakt aneinander Mitte zusammen, sodass man das dann auch schaffen kann. Jetzt muss ich mich quasi extra nochmal desinken lassen, nur damit ich beim letzten, in Anführungszeichen, letzten Checkpoint rauskomme. Und das ist ja kurz bevor die loslatschen. Nicht so, was ihr sagen könnt, ihr Maden. Hier warten auf niemanden. Jetzt sind aber die Hufe, sonst lassen wir euch zurück. Boah, rennt down! Und wieder habe ich dieses, Problem. Ich mache ganz kurz einen kleinen Cut, Leute. Bis gleich. Es tut mir leid, auch schon mal wieder an der Stelle gesagt sein, ne? Oder auch nicht, weil es schon wieder aufgehört hat. Also, ich mache jetzt keinen Cut, das meine ich mit. Oder auch nicht. Nicht so, was ihr sagen könnt, ihr Marder. Wir warten auf niemanden. Nope. Da vorne kommen die, ne? Zum Hafen. Wir lichten den Anker. Strümpfe hoch und Schwänze eingepackt. Das Schiff setzt Segel.
Hätte klappen können. Einen Fass mehr. Ein, zwei Fässer mehr, besser gesagt. Dann wäre es was geworden. Gut, das heißt... Ja. Was heißt das jetzt für mich? Eigentlich würde ich herausfinden, ob die schon hier vorne irgendwo vorbeikommen. Nehmt nur, was ihr tragen könnt, ihr Maden. Wir warten auf niemanden. Sonst lassen wir euch zurück. Auf. Ja! Das war jetzt die beste Möglichkeit, Entschuldigung. Du warst uns nützlich, Kenway. Wie ein echter Assassin. Schon wenn ich laut wurde, aber das war mir jetzt nützlich. Und wofür? Seinen eigenen Stolz. Ihr habt euch mir in den Weg gestellt. Das sollte ein Mann nicht tun. Ein kesses Kerlchen. Genau wie Honeygold sagte. Dieser Templerhund bedeutet mir nichts. Keiner von euch. Und das ist ein Fehler, Kenway. Es waren die Templer, die uns aufnahmen, als alles zusammenbrach. Nicht unser König, nicht unser Land. Die Templer. Die Templer sind unsere Familie. Wo ist deine? In ehrbaren Dienst. Das Essen mager dir. Hat er jetzt gezielt? Und die Arbeit hart. Doch als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Freude und Genuss sowie Freiheit und Macht. Und welcher Mann bei klarem Verstand würde ersteres wählen? So, das Problem, ich höre jetzt gerade die Alarmsirene. Ich weiß jetzt nicht, ob das Testalarm ist. Ohne Glanz und Größe sind. Ha! Also, ich bin nun 6 Wochen unter euch. In dieser Zeit habe ich mir eure Ziele zu eigen gemacht. Und zwar mit solcher Hingabe, dass es euch erschrecken mag, eure Leidenschaften in so starkem Licht in mir gespiegelt zu sehen. Doch, wenn ihr eben einen Captain in mir seht, verflucht, dann bin ich euer Captain. Ja! Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Ah, Mann. Deine Beharrlichkeit schmeichelt mir. Ich suche nach dem Observatorium. Man sagt, du seist der Einzige, der es finden kann. Ich kann mal hoffen, dass das jetzt Probealarm ist gerade. Man hat recht. Sonst trotz aller Abneigung gegen deine Ungeduld. Nachdem ich das hier aus den Trümmern erkenne ich in kehren dir darf, einen Hauch von die letzte Aufnahme auf meinen jetzigen Rechner. Ich bin Bartholomew Roberts. Edward. Ich hake mal eben gerade. Es gibt zurzeit nichts, was ich dir sagen kann. Doch was wenn du mir zur Seite stehst, in 2 Monaten westlich der Leeward-Insel, erhältst du ein paar Antworten, das verspreche ich dir. Es hat gezählt, gut.
Aber das wurmt mich jetzt gerade, weil das... Es hört ja gerade nicht auf. Oder hörte. Jetzt ist es aufgehört, aber jetzt ist die Frage. Okay, Leute, ich mach mal ganz kurz einen kleinen Cut eventuell. Oder nicht mal sogar Folgenende. Ist die Folge mal kürzer wieder. Und ich kümmere mich mal gerade um Infobeschaffung. Weil Feuerwehr ist auf den Beinen offensichtlich. Eben war ein Alarm. Ich werde euch darüber berichten, wenn ich da genaueres weiß. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns später wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus. Alles aus. Haut rein. Und ciao. Und da man hört auch schon Feuerwehrsirene oder Polizeisirene. Also Martinshorn auf jeden Fall. So, aber jetzt wirklich. Tschüss.